Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute wird es von mir ein Testvideo geben. Wir werden heute gemeinsam die neuen Produkte aus der Drogerie, die ich euch im letzten Haul schon gezeigt habe, unter die Lupe nehmen, gemeinsam austesten im Live-Test und ja, und schauen, was sie so können, denn ein paar der Produkte sind jetzt in aller Munde. Und ja, ich habe mir gedacht, das müssen wir gemeinsam heute in diesem Video ausprobieren. Das heißt, es wird heute ein Schminkvideo. Wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt auch gerne dabei. Ich habe schon meine Öhrchen aufgesetzt. Ihr seht, dass ich bin nicht geschminkt. Meine Rötungen sind sehr schön zu erkennen. Ich hoffe, die kriegen die gleich gut abgedeckt. Ich habe nur ein bisschen Feuchtigkeitspflege aufgetragen. Im Moment sieht man, dass meine Haut wieder sehr schön reagiert. Und ja, wir werden versuchen, das gleich mit den Produkten in den Griff zu bekommen. Ich habe mir lediglich die Augenbrauen schon mal gemalt, weil das immer so lange dauert. Und eben meine Lashes geklebt. Ich möchte auch direkt starten. Ich habe hier ein paar der Produkte schon stehen vorbereitet. Und ja, möchte direkt anfangen mit einem Primer, der jetzt wirklich irgendwie in aller Munde ist, der total gehypt wird, der angeblich ein Dupe sein soll zu dem Armani Primer. Und zwar, das ist der aus dieser ganz neuen Soft Almonds Reihe, den hat auch die liebe Hattie getestet gehabt in ihrem Video. Und zwar ist das Soft Almonds Anti-Pollution Primer. Leichte Textur, soll fliegende Inhaltsstoffe haben, soll man als Base gut nehmen können. Es ist paraben- und silikonfrei. Ich habe ihn so ein bisschen geswatcht. Ich fand ihn schon sehr silikonig, obwohl er kein Silikon enthalten soll. Ja, wir werden ihn ausprobieren. Er riecht ganz leicht nach Mandel, aber nur ganz, ganz soft. Ich gebe mir so einen kleinen Klecks auf den Handrücken. Ja. Genau. Also er sieht wirklich aus wie ein ganz normaler Silikon-Primer. Ich bin gespannt, wie er sich auf dem Gesicht verhält, weil ich habe euch das schon mal gesagt, ich stehe ja nicht so auf Primer, aber der hat mich wirklich interessiert, weil er halt stand ohne Silikone. Und deswegen werden wir den jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, er fühlt sich schon silikonig an. Riecht ganz soft, also wirklich, also das finde ich sehr gut. Ich dachte jetzt, das wird nach Marzipan ohne Ende riechen. Der zieht aber auch gut ein, muss ich sagen. Ja, die liebe Hattie war ja nicht so begeistert von dem Primer, aber ich muss sagen, jetzt im Moment fühlt er sich gar nicht schlecht an. Ich werde auch gleich mal ein bisschen näher kommen. Also ich würde jetzt sagen, der ist sehr gut eingezogen bei mir. Hat jetzt auch nicht wirklich irgendwie ein glowiges Finish oder so hinterlassen. Das, was ich im Spiegel sehen kann, ist, dass ja, die Poren sind jetzt nicht unbedingt auch verfeinert. Eigentlich hat er nicht wirklich viel gemacht, kann man sagen. Aber er fühlt sich nicht unangenehm an. Er hat sich jetzt wirklich angefühlt wie eine Pflege. Steht auch mit drauf, dass man es halt unter Make-up tragen kann oder aber auch einfach nur als Pflege. Ich würde jetzt sagen, bei mir ist es eher wie eine Pflege jetzt gewesen. Es fühlt sich so ein bisschen glatter an, auf jeden Fall. Und das Silikonige hat sich auch jetzt komplett aufgelöst. Also es fühlt sich gar nicht mehr so silikonig an. Es ist nur ein bisschen klebrig, ganz, ganz leicht. Also bis jetzt muss ich sagen, ist der okay, aber was der jetzt wirklich bewirkt hat, ne? Man sieht es, also da hat jetzt nicht wirklich viel bewirkt, auch meine Poren sind genau wie vorher, deshalb ja, guckt ihn euch an, also ich würde einfach nur sagen, ihr könnt ihn wie eine Pflege unter Make-up tragen oder auch Pudern tragen, Duft ist ganz, ganz dezent, also riecht wirklich fast nach gar nichts, deshalb finde ich das schon mal sehr gut, 15 Milliliter und der kostet 3,95 Euro. Auf den Lippen, das habe ich euch vergessen zu sagen, habe ich einen der Lippenöle aus der neuen Essence LE drauf. Und zwar habe ich da den hellen drauf. Ich hatte letztens einmal den pinken über Nacht drauf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich am Morgen echt richtig, ja, so pink getränkte Lippen. Also die färben so ein bisschen die Lippen ein, fühlen sich aber gut an. Also auch nicht so extrem ölig, sondern wirklich sehr angenehm. Habe ich so ein bisschen als Pflege schon mal auf die Lippen gemacht. Und dann möchte ich gerne weitermachen und zwar mit Foundation. Ich benutze ja sehr selten Foundation, aber bei dieser Foundation konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Ich wollte sie unbedingt testen. Wie gesagt, die liebe Hattie hat sie auch schon getestet. Das ist die Born to Glow Naturally Radiant Foundation. Und da haben die eine super Farbrange. Ich habe da die Farbe Classic Tan mitgenommen. Ich hatte geswatcht. Das Licht in den Drogerien, das ist immer so ein bisschen schwierig. Deswegen hoffe ich, dass die meinem Hautton matchen wird. Wir werden einfach mal gucken. Es ist schon ein recht dunkler Ton. Da gebe ich mir auch so ein bisschen auf den Handrücken. Ja doch, das könnte aber gut passen. Und habe meinen Beauty Blender schon angefeuchtet, ein bisschen feucht gemacht. Und dann gehen wir da mit dem Beauty Blender rein, dass das richtig schön aufnimmt. Genau. Und dann werden wir uns das ein bisschen verteilen. Ja doch, die Farbe passt. Wirkt ein bisschen gelb an mir. Aber das habe ich oft bei Foundations. Ja doch, das passt eigentlich ganz gut. Also ich würde jetzt mal sagen, Deckkraft ist, wenn man sieht, ja, so mittel auf jeden Fall ist es nicht sehr stark deckend. Muss es für mich aber auch nicht sein. Wie gesagt, da ich eh kein sehr großer Foundation-Fan bin.
Ja, man sieht da den Unterschied vorher, nachher zu den Rötungen. Ist schon echt krass. Brauche noch ein bisschen Produkt. Also die Foundation habe ich jetzt eingearbeitet. Die lässt sich sehr gut verteilen. Ihr seht, die Deckkraft ist wirklich in Ordnung. Es ist eine mittlere Deckkraft, nicht ganz extrem deckend. Aber für meine Rötungen und kleinen Unreinheiten hat es völlig ausgereicht, wie ihr seht. Und sie hat so einen leichten, das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, so einen leichten Schimmer hinterlassen, was ich sehr cool finde. Also bis jetzt gefällt die mir sehr, sehr gut, die Born to Glow, ja, Naturally Radiant Foundation. Ich habe da die Farbe, wie gesagt, Classic Tan. Das hat ganz gut gematcht. Ihr seht es zum Hals auch. Ein Ticken hell. Vielleicht, aber das ist nicht schlimm, weil wir gleich auch Bronzer und so auftragen. Ja, gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Dann haben wir die Base soweit fertig. Machen wir weiter mit Concealer. Wie gesagt, und ja, da hatte ich mir im letzten Mal, habt ihr es gesehen, das ist jetzt kein neues Produkt, aber das ist ein Produkt gewesen, was ich noch nicht ausprobiert hatte und deswegen mitgenommen habe. Und zwar habe ich mir von Manhattan einen Concealer mitgenommen und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Der Farbton ist viel zu dunkel. Ihr seht das hier schon. Das könnte ich als Foundation nehmen. Das ist die Farbe Toasted, glaube ich, gewesen. Nee, oder True Beige, Entschuldigung. True Beige ist für mich viel zu dunkel. Ich habe es ja letztens einmal auf dem Handrücken geswatcht und das ist. Ihr seht es hier. Hier sieht es gar nicht so dunkel aus, aber es ist der Farb, der tut auch noch so ein bisschen oxidieren und ich kann ihn fürs Unterauge gar nicht benutzen. Deswegen nehmen wir für den Concealer wieder meinen Lieblingsconcealer im Moment. Das ist der Camouflage Concealer von Essence in der Farbe Warm Toast. Ja, in der Farbe 50. Wenn ihr mittlerer Hauttyp seid oder so ein bisschen so wie ich, leicht ja, tan seid, dann seid ihr mit dem auf jeden Fall gut auf der sicheren Seite auf jeden Fall der Farben. Und ja, den gebe ich mir so ein bisschen unter das Auge, weil ich jetzt schon Foundation habe, brauche ich nicht so viel. Im Alltag trage ich ja keine Foundation, da trage ich dann natürlich mehr Concealer, um meine Rötung abzudecken. Und ja, wenn man Foundation schon unterm Auge hat, dann braucht man gar nicht so viel. Das ist dann alles, das reicht schon völlig aus. Ja, hat meine, wie gesagt, meine leichten Augenschatten abgedeckt. Und jetzt werden wir das Ganze natürlich setten. Zum Setten unterm Auge, dann nehme ich immer das gleiche Produkt und das habe ich euch schon öfter gezeigt. Das wird auch nicht, geht auch irgendwie nicht alle. Das ist von Essence, der All About Silky Matte. Diesen leichten Rosa, das mag ich sehr, sehr gerne. Das nehme ich jetzt einmal zum Setten des Concealers. Das mache ich immer mit einem Schwämmchen. Das könnt ihr natürlich handhaben, wie ihr wollt. Viele machen es ja mit einem Pinsel. Ich mache das immer gerne mit einem Schwämmchen. Also ich bake nicht, sondern ja, gebe mir das so ein bisschen über den Concealer, um den ordentlich zu setten. Genau, das reicht völlig aus. Fürs Gesicht zum Setten möchte ich heute gerne auch was Neues ausprobieren. Für mich ist es was Neues. Ihr kennt es wahrscheinlich schon. Und zwar von Catrice das Glow Illusion Loose Powder Translucent Radiance. Es ist halt ein Fixing Powder, was so ein bisschen Schimmer enthält. Ich habe mir jetzt extra, damit es, das war auch ein Tipp von einer ganz, ganz lieben Abonnentin, die hat gesagt, damit, wenn ihr keinen Stopper hast, dann legt den Wattepad rein. Das habe ich jetzt mal so gemacht, damit, ja, das nicht, wenn man es irgendwie lagert, alles durch die Gegend fliegt. Und gibt mir jetzt ein bisschen hier rein. Das sieht sehr rosa aus, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es das im Gesicht nicht so viel Schimmer hinterlässt. Aber es lässt sich auch sehr schwierig rauspressen. Das hat nur so eine, wie sieht das hier, so eine leichte Lochprägung. Ja, also die Flocken haben sich sehr schwer entnehmen lassen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das extrem gepresst da drin ist. Ja, da sieht es ist ziemlich rosa. Ich bin gespannt, wie es sich verhält. Es soll ja im Gesicht so ein bisschen Glow hinterlassen und darauf bin ich sehr gespannt. Ja, es ist. Ja, im Moment sieht es ganz gut aus. Mag ja nicht so gern diese Glow-Produkte, weil ich ja von Natur aus, ups, ein Ölhäutchen bin. Aber das macht eigentlich einen ganz guten Eindruck, muss ich sagen. Ja, das sieht ganz gut aus. Also es hinterlässt jetzt auch keinen, wer weiß wie krassen Schimmer. Das finde ich sehr gut. Gibt so ein bisschen, ihr seht das, so ein bisschen Lebendigkeit der Haut. Gefällt mir ganz gut, aber mattiert auch trotzdem sehr gut. Das finde ich ja immer ganz wichtig. Ja, das gefällt mir schon mal. Das ist super. Also unsere Base steht soweit und ja, jetzt machen wir weiter mit dem ja, Make-up. Ja, machen wir jetzt weiter mit dem Augen-Make-up und da habe ich ja zwei neue Produkte. Das eine ist ein Produkt von BH Cosmetics, was es ja auch schon ein bisschen länger gibt. Das andere ist ja eine quasi Lidschattenreihe von NYX, die recht neu ist. Ich habe sie davor noch nicht gesehen gehabt. Die nennt sich Ultimate Edit und zwar ist das in dem Fall die Farbe ja, Warm Neutrals in so schönen neutralen Tönen. Ist eine ganz kleine Palette, aber ich finde, mit der Palette kann man auch schon gute Looks schminken.
Ja, ist schön für den Alltag auf jeden Fall auch. Das ist einmal die NYX-Palette, die werden wir heute benutzen. Und dann habe ich natürlich auch noch die Zodiac Gemini von meinem Sternzeichen. Ja, die sieht einmal so aus. Viele kennen sie schon. Die Farben sind, ja, so ein bisschen ist es auch ähnlich vom Farbschema, obwohl das noch so ein bisschen Grün enthält. Ich werde einfach gucken, ob ich die heute benutzen kann. Ansonsten werden wir auf jeden Fall die NYX-Palette benutzen. Und bevor ich die auftrage, ja, werde ich auf jeden Fall noch eine Base auftragen. Die ist auch von NYX. Das ist die HD Studio Eyeshadow Base. Die mag ich im Moment sehr gerne, weil die ja auch farblos ist. Ich habe euch das ja schon mal gesagt, dass ich nicht so auf die Base stehe, die so ja Schimmerpartikelchen und so enthält. Das funktioniert meistens bei meinen Augenlidern nicht so gut. Aber ja, eine farblose, die so ein bisschen mattiert, das reicht bei mir völlig aus. Trage mir das dann einmal auf. Und bei mir ist es so, je nachdem, was für ein Lidschatten ich benutze, ich sette die meistens auch nicht. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die sette, dann geht sehr viel an Farbe verloren. Deswegen, ich mache es, ohne die zu setten. Mir fehlt jetzt natürlich in der Palette ein heller Ton, um zum Highlighten unter der Augenbraue. Man könnte jetzt den nehmen, aber der ist schon, ja, also mein eigener Hautton. Deswegen wollte ich jetzt mal in der Gemini-Palette gucken, ob wir da was von entnehmen können. Ansonsten werden wir das auslassen. Ja, der ist einfach ein bisschen zu gelb, deswegen lassen wir das erstmal aus. Dann machen wir direkt dann weiter. Und zwar nehme ich eine Farbe für die Crease. Und da habe ich mir gedacht, was passt dann besser als ein schöner, satter Braunton? Dann werden wir auf jeden Fall als allererstes diesen Ton nehmen. Das ist nicht ganz, ganz dunkel. Das ist so ein, der geht so ein bisschen ins Orange, würde ich sagen. Und gehe ganz leicht hinein. Die Farben haben auch ein bisschen Fallout. Ich muss sagen, das ist meine ich glaube doch, erste Lidschattenpalette von NYX und bin sehr gespannt, wie die so performen wird, weil bis jetzt, muss ich sagen, haben mich die Lidschattenpaletten von NYX auch nicht wirklich angesprochen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die performen wird. So, und gebe mir das dann ein bisschen über meine Crease. Ihr wisst das, ich schminke ja immer ein bisschen drüber, weil ich ja so Schlupflider habe. Na, mit einem ganz soften Blenderpinsel einfach nur, um so ein bisschen das Auge zu schattieren. Ja, das sieht schon ganz okay aus. Ja, das habe ich jetzt auf beiden Augen einmal ordentlich ausgeblendet. Und jetzt nehmen wir den dunkelsten Ton aus der Palette ganz hinten, den Braunton, und gebe mir den so ein bisschen in die Crease rein. Dann nehme ich ja auch einen ganz klassischen Blenderpinsel. Da könnt ihr eigentlich fast jeden Blenderpinsel für nehmen. Das ist ein ganz, ganz klassisches Braun. Also wir machen jetzt heute, das wird ein ganz dezenter Augenlook. Es wird jetzt nichts Dramatisches, weil die, ja, das sind ja neutrale Töne, so wie die Palette schon heißt, Warm Neutrals, und in dem Bereich werden wir natürlich uns auch bewegen. Genau, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Die Creasen zwar, also die haben halt Fallout, die krümeln ein bisschen, aber verblenden lassen tun die sich eigentlich ganz gut, finde ich. Ja, sieht das, ne? So ein bisschen, um dem Auge noch ein bisschen Dimension zu verleihen. Wie gesagt, ordentlich abklopfen ist da, glaube ich, auch ganz wichtig. Und genau, das zweite Auge auch. Und dann werden wir uns gleich einen der Schimmertöne, werden wir uns ein ausbewegliches Lid geben. Und das war's schon. Das ist eigentlich so ein Alltagslook, für mich zumindest. Für manche wird es wahrscheinlich schon zu stark sein, aber das ist so die Art, wie ich mich auch im Alltag gerne schminke. Genau. Das war es dann schon. Dann nehme ich mir einen flach gebundenen Pinsel. Ja, da könnt ihr eigentlich jeden nehmen. Und dann gehe ich, ja, wir haben hier zwei schöne Schimmertöne drin. Ne? Das ist einmal hier so ein rötlicherer Ton und dann haben wir hier so einen bräunlicheren. In dem Fall möchte ich gerne den bräunlicheren nehmen, obwohl der auch gut passen würde. Aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. So ein bisschen, ja, geht es ins Braun-Goldene. Gehe dann da mit dem Pinsel rein. Und dann werden wir mal gucken, wie die Farbe so performt. Ist eine nette Alltagspalette. Wie gesagt, nichts Außergewöhnliches. Aber für den Alltagslook auf jeden Fall völlig ausreichend und perfekt. Und ich glaube, die kosten so um die 7,95. Was finde ich auch okay ist für nix. Genau, muss ich ein bisschen aufpassen. Es hat ein bisschen gekrümelt. So, also die Farbe ist ein bisschen schwach auf dem Lid, obwohl ich sie ja. Obwohl ich mein Lid ja nicht gesettet habe. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Es sieht echt nicht so intensiv aus. Ich werde es mal mit dem Finger probieren. Ihr könnt natürlich als auch den Pinsel anfeuchten. Das ist euch überlassen. Ja, das geht ein bisschen besser. Also die ist halt, die Farbe ist wirklich nicht so stark pigmentiert. Ihr seht es hier auch. Das funktioniert mit dem Finger dann einfach ein bisschen besser. Das machen wir dann auch auf der anderen Seite.
und gebe mir das so drüber. Völlig ausreichend, das reicht mir schon völlig aus. Das würde ich für den Alltag schminken, wie gesagt. Und ja, da haben wir jetzt aber auch keine Farbe für den Inner Corner. Werde aber noch ein bisschen von dem ganz dunklen Braunton hier hinten mir ein bisschen entlang des Wimpernkranzes unten geben, um das Auge so ein bisschen einzurahmen. Ihr könnt natürlich auch einen Kajalstift oder so nehmen, aber ich mag das immer ganz gerne, weil das so ein bisschen das Auge noch einrahmt. Na, ihr seht den Unterschied, es macht so ein bisschen einfach. Ja, lässt den Look einfach ein bisschen fertig aussehen. Genau, das war es dann schon. Das wäre schon mein Augenlook. Ja, wie gesagt, von der Zodiac-Palette habe ich mir dann gedacht, dadurch, dass wir jetzt hier den ganzen Look eigentlich mit der NYX-Palette geschminkt haben, da könnten wir uns auf jeden Fall mal den Highlighter angucken, weil fürs Gesicht ist er mir echt zu gelb. Die Palette ist wirklich ein bisschen speziell, wie ihr seht. Aber für den Inner Corner habe ich mir gedacht, können wir die doch mal ausprobieren. Dafür nehme ich mir dann auch einen ganz, ganz kleinen Pinsel. Das ist auch einer von Real Techniques. Ich liebe den dafür, für den Inner Corner. Und gehe dann da in den Ton rein. Also der ist wirklich einfach super gelb. Ja, und gebt mir den dann, ihr seht, der ist aber ganz schön pigmentiert. Ja, ist ein schöner Gelb-Goldton. Passt sehr gut zu dem Augenlook, den wir jetzt geschminkt haben. Wie immer, BH Cosmetics ist einfach von der Pigmentierung in dem Preissegment wirklich 1A. Das ist wirklich immer so. So, ich habe mir das jetzt ein bisschen in den Innenwinkel gegeben, aber es ist echt ein extremer Ton, wie ihr seht. Das ist mir schon fast zu viel. Deswegen nehme ich so ein bisschen mit dem Beauty Blender wieder ab. Genau, nur damit das nicht zu viel wird. Das reicht mir jetzt schon völlig aus. Das lassen wir jetzt so. Der Augen-Make-up ist für mich so schon fertig. Dann machen wir weiter mit den Wangen, denn da habe ich auch ein paar neue Produkte. Ja, das erste Produkt, was ich hier habe, ist kein neues, aber in der Drogerie recht neu. Das ist dieses Contour-Kit von Essence. Das werden wir heute auch ausprobieren nochmal. Diese Duo-Palette. Ich habe da die Farbe 20 für Darker Skin. Ja, für mich ist diese Farbe nicht so richtig, also ich kann es euch zeigen, wenn ich die als Bronzer nehme, dafür ist die mir einfach ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zu hell. Ist mir nicht rotstichig genug, muss ich sagen. Also wenn ich das auftrage, das sieht bei mir eigentlich aus, als hätte ich gar nichts drauf gemacht und macht so ein bisschen fahl. Also mir gefällt das Konturkit jetzt nur, der dunkle Ton gefällt mir, der Ton bewegt wirklich nicht viel auf meiner Haut. Er macht sogar so ein bisschen, wie ihr seht, so ein bisschen fahler meine Haut. Aber der andere Ton, der ist sehr gut. Das ist dieser hier. Der ist für mich für die Kontur perfekt. Dann nehme ich mir auch einen ja, etwas kleineren Pinsel. Den mag ich sehr gerne für die Kontur. Und gebe mir das dann so ein bisschen unterhalb meiner Wangenknochen entlang. Klopfe den auch so ein bisschen ab, damit ihr das auch sehen könnt. Das funktioniert mit dem Kit eigentlich ganz gut. Ich glaube, die liebe Hattie hat es ja auch ausprobiert, dieses Set. Und sie fand es auch nicht so toll. Also, ja, kann man machen. Muss man aber jetzt nicht unbedingt, finde ich. So, das reicht völlig aus. Ein bisschen entlang der Nase. Natürlich auch entlang des Kinns, damit es ein bisschen schmaler wirkt. So, genau. Dann, das ist, was wir an Kontur heute machen. Dann machen wir weiter mit Blush, denn das ist auch ein recht neues. Das ist eins aus dem DM-Markt, ja. Und zwar von 183 Days. Das ist das aus der Matroschka-Reihe. Ich habe da die Farbe 010 Matascha. Das ist ein ganz zartes Blush, aber ich mag es sehr gerne für den Alltag. Ich habe jetzt diese Puderquaste schon rausgenommen. Und der erinnert mich von der Farbe. Ich habe das Rocateur-Blush von Benefit ja auch sehr an das Rocateur. Rocateur hat noch so ein bisschen Schimmeranteil mit drin, aber die Farbnuance ähnelt dem sehr. Geht so ein bisschen, wie ihr seht, so ins Altrosa. Also es ist ein ganz, ganz softer, zarter Duft. Zarter Duft, sage ich. Ein ganz, ganz softer, zarter Farbton. Und ja, ich trage mir den auf mit dem neuen Essence Brush. Ja, aus dieser wundervollen Crystal LA. Ja, der ist einfach wunderschön, der Pinsel. Das ist zwar ein Puderpinsel, aber ich nehme ihn für meine Wangen. Ich nehme ihn gerne als ja, Blush-Pinsel. Gehe da ordentlich mit rein. Da kommt auch ordentlich Farbe drauf. Dann klopfen wir das ordentlich ab, weil der ist schon sehr pudrig. Und gebe mir den dann auf die Wangen. Ich mag diese Farbtöne sehr gerne. Es ist ein softer Blush. Also für mich ist es sehr soft, weil es auch nicht so ein dunkler Ton ist. Gebe mir den so vorne auch so ein bisschen hin. Ja, ihr seht es, der ist nicht viel Farbabgabe, aber ich mag das ganz gerne. Und der Puderpinsel, der ist wirklich sowas von weich. Ihr könnt ihn natürlich auch für andere Zwecke benutzen, aber ich mag ihn ganz gerne für Blush. Genau.
Das reicht mir dann völlig aus. Und das ist die Farbe 010, wie gesagt, aus dieser ja, neuen Matroschka-Reihe. Also total süß gemacht. Finde ich schön für den Alltag. Ist nur so ein ganz zartes Blush. Ist jetzt kein so wow-wow-wow-Blush, aber ein sehr zartes. Dann machen wir weiter mit Highlighter. Und dieser Highlighter hat mich einfach mega angesprochen. Viele haben ihn ja nicht so gerne gemacht, weil er sehr lila-schichtig ist. Ich mag ihn sehr gerne. Das ist auch aus der neuen Crystal LA. Das ist der 010 Love at First Light. Ja, Highlighter in diesem, ja, so, er sieht so irisierend aus, ja, so hat so einen leichten lila Schimmer und den werden wir jetzt natürlich auch auftragen und dafür werde ich mir jetzt einen ganz, ganz neuen Pinsel nehmen. Ich habe, ja, lange auf diesem Pinsel gehadert, ob ich ihn mir kaufen soll. Ich benutze dafür den A23 Anastasia Beverly Hills Highlighter Pinsel und bei dem Highlighter muss ich sagen, der ist, ich swatch ihn euch nochmal, der ist schon sehr pudrig. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ihr seht ihn, ne? Ist sehr pudrig. Ich denke auch, dass der so ein bisschen betont wird, aber wir werden das jetzt ausprobieren und geben uns das ein bisschen entlang unserer ja, obersten Wangenknochen. Ich klopfe hier noch ordentlich ab. Gebe mir den. Also ich denke auch, dass der nicht bei jedem Hautton funktionieren wird, aber ja, ihr seht ihn, da ist er schon. Ne? So ein ganz, ganz, ganz zarter Hauch rosa. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Das ist schon fast zu viel gerade. Das muss man auch, wie gesagt, mögen. Ein bisschen entlang der Nase. Da darf es jetzt nicht zu viel sein, weil, wie gesagt, das Lila wirkt halt so sehr kühl im Gesicht. Also ein ganz zarter Ton. Ne? Also es ist wirklich nichts für jeden Tag vielleicht, aber ja, ich mag ihn. Ich finde ihn sehr süß. Ich finde ihn schön und ist mal was anderes zu diesen ganzen goldenen Highlightern. Deswegen muss ich den unbedingt mitnehmen und ja, das ist eigentlich soweit der Gesichtslook. Wir sind eigentlich schon fast fertig. Ich möchte jetzt natürlich noch die Lippen schminken. Da habe ich mir einen Lip Liner von Catrice das letzte Mal mitgenommen. Das ist, der nennt sich Lip Foundation Pencil. Ja, das ist halt so ein hautfarbener Lippenkonturstift, der soll halt, den kann man komplett nehmen, den kann man unterm Nude-Ton nehmen. Ich werde ihn jetzt komplett auftragen und ja, im Moment stehe ich total auf Nude-Lippen. So sieht die Farbe aus. Ich habe da auch die Farbnummer 040 I Take It to the Chocolate Shop. Ja, der Name ist der Knaller. Ihr seht, das ist ein ganz, ganz zarter Ton. Ich mag ihn sehr gerne. Ihr könnt jetzt natürlich das auch nur als Umrandung nehmen oder darüber einen anderen Lippenstift geben. Aber ich würde ihn jetzt so nude tragen, einfach ohne Lippenstift. Was ich aber so ein bisschen ausprobieren möchte, das hatte ich euch schon mal gezeigt. Und zwar das Spotlight Lip Topper. Das war auch der aus dieser Reval ja, de Loop LE. Den werde ich mir so ein bisschen auf die Mitte der Lippen aufgeben. Ich habe ihn ja eigentlich mitgenommen, weil ich mir dachte, vielleicht kann man ihn auch vor die Augen nehmen. Was ich mir auch gut vorstellen kann. Ich werde ihn mir so ein bisschen auf die Lippen Mitte auftragen. Ja, so ein bisschen um das Ganze einfach so ein bisschen aufzupeppen. Das reicht schon völlig aus. Ihr seht, der ist sehr glitzerig. Aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn ihr wirklich so wie jetzt nur so einen Nude-Lippenstift trägt, einfach so ein bisschen drüber geben und den Ganzen so ein bisschen, ja, einen kleinen frische Kick zu verteilen, also zu geben und ja, finde ich ganz schön. Wir sind auch soweit eigentlich durch. Ich habe nur noch ein Produkt aus der neuen LE hier stehen und das werden wir jetzt natürlich ausprobieren und dafür habe ich ein bisschen Angst. Es ist das Crystal Dreams Luminizing Fixing Spray. Ich habe es mir mitgenommen, weil ich dachte, vielleicht ist es ein Dupe zum Love Fixing Spray, was ich mal hatte, was auch so irisierend war. Ich habe Angst, dass es eine Glitzerbombe wird. Wir werden es ausprobieren gemeinsam und dann werden wir gleich zusammen schauen, was es uns geben wird. Ich gehe auch in Sicherheitsabstand. Der Sprühfilm ist ja okay. Er ist schon sehr feucht. Es riecht super angenehm. Riecht so ein bisschen, ja, süß, aber wirklich super angenehm. Ganz, ganz frisch. Und jetzt werde ich mal, ich weiß jetzt nicht, ob man es im Licht sehen wird. Es ist jetzt noch nicht richtig eingezogen. Ich gehe mal eben so ein bisschen mit dem Beauty Blender nochmal drüber. Ja, also, ich würde mal in der Kamera wahrscheinlich nicht sehen können, aber das Spray ist mal nix. Ich sage euch auch genau, warum. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt gar nicht erkennen können, aber ich sehe es jetzt hier im Spiegel. Und zwar hinterlässt das grüne Punkte im Gesicht. Grüne, wirklich grüne. Und ich habe extra nicht so viel gesprüht.
Ich weiß jetzt nicht, ob das was für mich ist. Also vielleicht muss ich es mal mit einem anderen Sprühfilm probieren, aber ich habe überall, auch hier eine Augenbraue, überall wie so grüne Flecken. Ich glaube, das Spray ist ein Fail. Ich habe gedacht, vielleicht wird das wirklich wie so ein Perlglanz hinterlassen, aber ich glaube, dass das wirklich einfach aufgrund der Partikelchen, die da drin sind. Erst habe ich gedacht, es ist wirklich kein Glitzer drin, aber es sieht schon sehr, ja, glitzerig aus im Gesicht zumindest. Es kommt jetzt, wie gesagt, in der Kamera nicht so rüber, aber auch hier überall. Ich habe überall so kleine grüne Punkte, die sich jetzt abgesetzt haben. Das sind wahrscheinlich diese kleinen Schimmerpartikelchen. Also das Produkt kann ich anscheinend euch gar nicht empfehlen. Gefällt mir leider überhaupt nicht. Aber Resümee zu dem Ganzen, was ich jetzt benutzt habe, kann ich euch definitiv sagen. Der Primer war okay. Er hat nicht viel bewirkt, ja. Er hat aber die Haut gut versorgt. Man sieht auch danach, die Base hat sich ja, gar nicht irgendwie abgesetzt oder so. Die Foundation hat danach sehr gut gehalten. Deshalb, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es sieht immer noch gut aus. Fühlt sich gut im Gesicht an. Auf jeden Fall ein Go. Ein Daumen nach oben dafür. Was ich auch super fand, war ganz klar die ja, NYX Foundation, die Glow, Born to Glow Foundation. Die finde ich auch super auf meinem Gesicht. Ganz leicht aufzutragen, deckt gut ab und auch der Farbton finde ich ist bei mir sehr passend. Kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Den Highlighter, ich liebe ihn. Ich weiß, er ist nicht was für jedermann, aber für Mädels, die mal was anderes möchten, ist er definitiv auch zu empfehlen, wenn ihr ihn mit Vorsicht aufträgt. Natürlich auch das Blush, ganz zart und ganz, ja, würde ich mal sagen, ganz dezent. Kann man das auf jeden Fall sehr gut auch im Alltag benutzen. Was die Lidschatten angeht, sage ich ganz ehrlich, es ist halt Drogerie, es ist total in Ordnung für den Alltag. Es ist nichts Dramatisches oder nichts extrem anderes. Ja, wie gesagt, da würde ich auch sagen, ist total okay. Genau wie das Puder, das Glow Illusion Puder ist für den Alltag zum Auftragen auch sehr gut. Es ist nicht wie das Laura Mercier Puder, das muss ich auf jeden Fall so sagen, aber es hat seinen Job erfüllt. Was für mich absoluter Fail aus diesen ganzen Produkten ist, ist definitiv das Spray. Ja, lasst die Finger davon, würde ich sagen. Es hat sich jetzt abgesetzt. Ich habe wirklich überall wie so grüne Punkte im Gesicht. Also wirklich, es sieht nicht schön aus. Auch hier. Das kann man leider jetzt wirklich nicht so sehen, aber ich habe überall diese grüne Punkte im Gesicht. Deswegen ein absolutes Flop-Produkt für mich. Ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und vielleicht ja, interessiert ja auch den einen oder anderen ja, das eins dieser Produkte aus dem Video, aus dem Haul auch. Das würde mich interessieren. Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr auch davon was ausprobiert habt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video gerne wieder. Es kann sein, dass es wieder ein Haul wird. Ich habe so ein paar Sachen im Vorlauf, die ihr in den nächsten Wochen sehen werdet. Darauf freue ich mich auch sehr mit euch. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage bis dahin, bis bald.